Vielen Dank, Frau Kollegin Faeser. Für die Landesregierung spricht der Ministerpräsident. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Mit dem Jahreswechsel sind wir in ein neues Jahrzehnt eingetreten. Die 20er Jahre des 21. Jahrhunderts, und nicht nur der Blick auf den Kalender belegt das, sondern auch das allgemeine Gefühl, das wir alle haben. Wir leben in einer Zeit, in der wir den Eindruck haben, dass in vielen Bereichen ein bedeutender Umbruch in weiten Teilen unseres Lebens stattfindet. Da sind wir, glaube ich, alle einig. Sie kennen alle die Schlagworte, die Digitalisierung, die Globalisierung, der Klimawandel, die Migration, um nur die wichtigsten Themen zu nennen. Und in einer solchen Zeit vielfachen Wandels braucht es Orientierung. Diese Orientierung, meine Damen und Herren, wollen wir als Landesregierung geben, und zwar mit einem klaren Ziel. Ich habe mich gefreut. Hessen ist ein starkes Land. Da sind wir uns schon einmal einig. Und unser Ziel ist, dieses starke Land muss auch 2030, 2040 ein starkes sein. Und unser Ziel ist, aus einem starken Hessen ein noch stärkeres Hessen zu machen, meine Damen und Herren. Wir haben eine klare Vorstellung, wie dieses Land sich entwickeln soll. Lassen Sie mich an einigen Beispielen das wirklich nur an einigen Beispielen mal kurz erklären. Am Beginn der 30er Jahre wird Hessen durch und durch digitalisiert sein. Das betrifft beispielsweise den Verkehr. Auf unseren Straßen werden vollautonome, emissionsfreie Autos leise, unfallfrei auf den Straßen sein. Wir können davon ausgehen, dass die meisten von ihnen elektrisch mit Strom aus erneuerbaren Energien betrieben werden. Durch eine künstliche Intelligenz auf Weltniveau koordiniert eine intelligent vernetzte Verkehrsinfrastruktur den öffentlichen Nahverkehr bedarfsgerecht, sowohl in den Städten und bindet, und das ist mir besonders wichtig, den ländlichen Raum nahtlos an die Ballungszentren an. Denken Sie an Bildung und Forschung. Schülerinnen und Schüler können am Nachmittag den aufgezeichneten Mathematikunterricht noch einmal nachverfolgen, eine Pause einlegen oder sich komplizierte Sequenzen noch einmal in der Wiederholung ansehen. Studierende der technischen Fachrichtungen werden in ihrer Mittagspause die Lehrinhalte vergleichen mit dem, was in Asien, in den USA oder in anderen Ländern Europas gegeben wird. Wir haben eine Veränderung, die alle Lebensbereiche betrifft. In unseren Universitäten und Forschungseinrichtungen, in die wir heute massiv investieren, werden wir die deutsche KI-Forschung auf einen neuen Level heben. Wir wollen Innovationen und Patente hervorbringen, von denen wir wiederum Möglichkeiten uns erhoffen, von denen wir wahrscheinlich heute noch gar nicht ahnen, welches Potenzial darin steckt. Der digitale Wandel wird die Arbeitswelt verändern. Er wird das Wohnen verändern. Die Verfügbarkeit über den Breitbandanschluss und schnelles Internet ermöglicht vielen Menschen zukünftig, z.B. in der Wirtschaft, wie aber auch im öffentlichen Dienst, Homeoffice. Das wird unsere gesamte Situation erheblich verändern. Smartes, sprachgesteuertes Wohnen wird komfortabler, vor allen Dingen für ältere Menschen, auch für behinderte Menschen. Der persönliche digitale Wohnassistent verfolgt Sie mit Informationen, regelt die Temperatur und sorgt auch für Ihre Sicherheit. Das sind wenige Beispiele. Und ganz sicher gehört, das ist doch unsere gemeinsame Überzeugung, auch im Jahr 2030 folgende, werden wir es nicht zulassen, dass digitale Hetze der Populisten uns spalten, sondern wir werden alle Möglichkeiten der Digitalisierung zum Zusammenhalt der Gesellschaft und zum Wohle der Allgemeinheit nutzen. Das gehört auch dazu. Meine Damen, meine Herren, das, was ein bisschen wie ein futuristisches Idealbild klingt, ist im Grunde genommen nichts anderes als die Fortführung der großen Linien, die heute schon gestellt sind und gestellt werden. Dieser Epochenwandel, den wollen wir aktiv nutzen. Meine Damen und Herren, diese Landesregierung hat den klaren Willen, sie hat die gestalterische Kraft und sie hat auch die Kompetenz, Hessen in diese neue Zeit zu führen, sozial verträglich, wirtschaftsstark und umweltbewusst. Das ist das Ziel, wie wir Hessen zum noch stärkeren Hessen machen wollen.
Der vorliegende Haushalt ist das finanzielle Fundament zur Erreichung dieser Ziele. Und Frau Kollegin Faeser, vielleicht nur einmal so viel. Sie haben am Anfang drei Punkte genannt. Unter anderem haben Sie sich besorgt gezeigt über die knappen Mehrheitsverhältnisse. Ich will mal so viel sagen. Die Fraktionsvorsitzende der LINKEN, Frau Kollegin Wissler, hat vor zwei Tagen der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung eine bemerkenswerte Aussage getroffen. Die will ich gerne aufgreifen. Sie hat die Situation als, ich zitiere, schockierend stabil, Ende des Zitats, bezeichnet. Meine Damen und Herren, es mag für die Opposition schockierend sein. Für das Land ist es gut, wenn eine Koalition nicht nur stabil, sondern auch handlungsfähig ist. Und insofern bin ich ausnahmsweise mit Frau Kollegin Wissler mal einer Meinung. Hessen gehört zu den Stärksten. Meine Damen und Herren, auch da sind wir uns so einig. Hessen gehört zu den stärksten Ländern Deutschlands und zu einer der kraftvollsten Regionen Europas. Jede Statistik wird Ihnen dies belegen. Und unser Anspruch ist natürlich, dass es auch in Zukunft so sein wird. Wir ruhen uns nicht auf den Erfolgen aus, sondern wir investieren in die Zukunft. Deshalb investieren wir in Infrastruktur, in Forschung, in Technologie, also in Bereiche, die für unsere Zukunft entscheidend sein werden. Beispiel. Sie haben es vielleicht nicht gefunden. Deshalb will ich es erwähnen. Wir investieren z.B. in das Tech-Quarter in Frankfurt, in dem inzwischen 130 Start-ups mit Hunderten von Mitarbeitern tätig sind. Dort werden insbesondere die sogenannten Fintechs entwickelt. Das stärkt den Finanzplatz Rhein-Main und unsere IT-Kompetenz. Ich freue mich, dass Sie dem zustimmen. Schauen Sie einmal als Beispiel nach Hanau. Zum Beispiel. Dort kümmern wir uns um die strategische Rohstoffforschung. Mit 32 Millionen € haben wir die Grundlage für ein neues Fraunhofer-Zentrum gestellt. Schon jetzt arbeiten dort 80 Forscher an der Nutzung von Neben- und Abfallprodukten, um so unter anderem Ökonomie und Ökologie besser miteinander in Einklang zu bringen. Oder ich erwähne, zur Unterstützung der Start-ups werden wir einen Zukunftsfonds von 250 Millionen € einrichten. Und ich freue mich darüber. Die Beteiligung bedeutender Unternehmen hier aus der Region entwickelt sich höchst erfreulich. Wir investieren in den Breitbandausbau hochintensiv, in unsere Digitalstrategie. Und, meine Damen und Herren, Frau Kollegin, es ist ja vielleicht nicht überraschend, wenn wir unsere Arbeit für gut halten. Umso schöner ist, wenn es einmal jemand anders macht. In einem Ländervergleich hat der Verband der Internetwirtschaft im Jahre 2019 Hessen mit Abstand auf den ersten Platz aller Länder gesetzt. Mit Abstand, meine Damen und Herren. Wir schauen immer genau nach Bayern. Die sind auf dem dritten Platz. Aber wir ruhen uns darauf nicht aus. Es bleibt unter anderem z.B. unser Ziel, bis 2030 jedes Haus an die Glasfaser anzuschließen. Und auch beim Mobilfunk lassen wir nicht nach. Zum Mitschreiben. Es gibt ja Kollegen, da lese ich immer, dass nichts passiert. Jeden Tag werden in Hessen drei Mobilfunkmasten neu gebaut oder modernisiert. Das waren allein im vergangenen Jahr 1.387, meine Damen und Herren. Wenn der Verband der Internetwirtschaft uns auf Platz 1 setzt, hat das auch etwas mit diesen konkreten Leistungen zu tun, meine Damen und Herren. Unter der strategischen Führung der Digitalministerin bauen wir ein hessisches Kompetenzzentrum für künstliche Intelligenz mit 20 Professuren auf. Das sind alles Maßnahmen, die für eine erfolgreiche Zukunft unseres Landes von größter Bedeutung sind. Wissenschaft und Forschung, das sind die Arbeitsplätze von morgen. Deshalb investieren wir verlässlich in unsere Hochschulen. Der Hochschulpakt mit seiner garantierten Steigerung von 4% jährlich und der Fortsetzung des Heureka-Hochschulausbauprogramms mit zusätzlich 1,7 Milliarden € bis 2031 belegen dies. Meine Damen und Herren, das gibt Verlässlichkeit und Planbarkeit für unsere Hochschulen. Und wie in vielen anderen Bereichen ist dabei Hessen vorn. Das bestätigen Ihnen alle Hochschulen. Wir investieren in unsere Infrastruktur.
z.B. im Verkehr. Mit einer großen Kraftanstrengung verbinden wir moderne Mobilitätskonzepte mit den höchsten Finanzaufwendungen, die es jemals in diesem Land für Verkehre gab. Und deshalb, meine Damen und Herren, wo gibt es denn das außer bei uns? Das Landesticket für die Beschäftigten des Landes, das Schülerticket und das Seniorenticket sind bundesweit Vorzeigemodelle modernster Mobilitätskonzepte. Sie verbinden ökologische, ökonomische und soziale Aspekte, und sie wirken in Stadt und Land. Meine Damen und Herren, als nächsten Schritt werden wir, wie versprochen, dieses Angebot auch für ehrenamtlich Tätige erweitern. Wir investieren in den Schienenverkehr. Am Frankfurter Flughafen ist mit der Station Gateway Gardens erst vor wenigen Wochen die erste U-Bahn seit 2008 in Betrieb gegangen. Wir treiben die Planung für die Westtangente Frankfurt und die Nordmainische S-Bahn voran. Und wir erhalten und bauen Straßen. Die A49, die A44, der Riederwaldtunnel in Frankfurt und eine ganze Reihe von Umgehungsstraßen im ganzen Land stehen hier als Beispiele. Meine Damen und Herren, zur Infrastruktur gehört auch der Wohnungsbau. Dazu haben Sie sich geäußert. Meine Damen und Herren, wir investieren nicht weniger, sondern wir investieren so viel wie noch nie. Sie dürfen nicht nur einzelne Haushaltstitel vergleichen, Sie müssen den Gesamthaushalt sehen. Und im Gesamthaushalt ist unstreitig festzustellen, noch nie wurde so viel Geld zur Verfügung gestellt für den sozialen Wohnungsbau wie heute, meine Damen und Herren. Und im Übrigen, wir arbeiten in den landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften an vielfältigen Lösungen für sozialverträgliche Mieten, z.B. durch den Ankauf von Belegungsrechten, durch Verzicht auf Mieterhöhungen und manches andere mehr. Und zum anderen, Frau Kollegin, der große Frankfurter Bogen des Kollegen Al-Wazir ist doch ein zukunftsweisender Vorschlag. Niemand glaubt doch im Ernst, dass die Probleme eines Ballungsraums in den engen Grenzen der jeweiligen zentralen Stadt gelöst werden. Wenn wir uns darüber einig sind, kann man doch diesen Vorschlag nur begrüßen. Und was wir brauchen, meine Damen und Herren, was wir brauchen, ist die Kooperationsbereitschaft der Kommunen. Und die wollen wir unterstützen mit zusätzlichen Mitteln aus dem Kommunalen Ausgleichsfonds. Und dazu haben wir auch bereits eine Reihe von Vorschlägen gemacht. Ich weiß um die gelegentlichen sehr gegensätzlichen Positionen. Trotzdem scheint mir dies eine sehr vernünftige Grundlage zu sein. Und im Übrigen, Frau Kollegin, Sie haben angemahnt, dass wir bei den Verkehrsverbünden und Ähnliches viel mehr tun müssen. Ich darf einmal zu Protokoll feststellen. Noch nie gab es für die Verkehrsverbünde so hohe Zahlungen des Bundes wie des Landes als heute. Und wir machen das aus Überzeugung. Und wir ertragen sogar, wenn der Frankfurter Oberbürgermeister mit unseren Leistungen auf den Plakaten dann in der Öffentlichkeit erscheint, meine Damen und Herren. Zu einer lebenswerten Zukunft gehört auch eine lebenswerte Umwelt. Diese ist durch den Klimawandel bedroht. Und dieser Klimawandel ist kein Hirngespinst. Er ist eine reale Wirklichkeit. Und deshalb ist die Landesregierung entschlossen, auch hier landespolitisch gegenzusteuern. Mit unserem integrierten Klimaschutzplan, den wir kontinuierlich weiterentwickeln wollen, leisten wir dazu unseren Beitrag. Der Klimawandel ist global, aber er entbindet uns nicht, unseren Beitrag zur Bekämpfung zu leisten. Und dabei gilt für diese Landesregierung ein Dreiklang. Alles, was wir machen, muss ökologisch wirksam sein, ökonomisch sinnvoll und sozial vertretbar. Und genau an diesen drei Elementen haben wir auch das Klimapaket der Bundesregierung gemessen, nachdem im Bundesrat durch massiven Einfluss der Länder die Veränderungen so stattgefunden haben, dass wir glauben, dass diese drei Elemente in einer vernünftigen Form zusammengeführt wurden, haben wir dann auch, wie viele andere, diesem Paket zugestimmt. Meine Damen und Herren, es ist ja das Thema, das wie kein anderes die Öffentlichkeit und vielleicht auch die Bevölkerung bewegt. Und deshalb
Es kann nicht darum gehen, einzelne Teile der Bevölkerung besonders zu belasten, damit andere sich besser fühlen. Und es kann schon gar nicht darum gehen, ideologische Feldzüge gegen das Auto oder das Flugzeug zu führen. Beide sind in einer Welt, die individuelle Mobilität als Teil der individuellen Freiheit versteht, nicht wegzudenken. Und überdies werden unsere Anstrengungen zur notwendigen Veränderung nur dann erfolgreich sein, wenn sie in der Bevölkerung auch Akzeptanz finden. Und dies kann nur gelingen, wenn wir trotz notwendiger Veränderungen unsere Arbeitsplätze und unseren wirtschaftlichen Wohlstand erhalten, meine Damen und Herren. Und es ist deshalb notwendig, dass wir bei allem, was wir tun, zur Reduktion der CO2-Belastung kommen und gleichzeitig diesen wirtschaftlichen Wohlstand erhalten. Nur wenn uns das gelingt, werden uns andere Länder folgen. Denn für das Klima ist insgesamt wenig gewonnen, wenn nur wir etwas tun. Andere müssen uns folgen. Und deshalb, meine Damen und Herren, setzen wir nicht auf Ideologie oder Zwang, sondern auf Anreize, moderne Technologie und Wissenschaft. Und deshalb haben wir bereits in diesem Januar das Kompetenzzentrum für Klima- und Lärmschutz im Luftverkehr in Frankfurt gestartet. Dort wollen wir, einmalig bisher, möglichst mit Unterstützung des Bundes eine Pilotanlage zur Herstellung strombasierten synthetischen Kerosins, sogenannte Power-Liquid-Anlage, bauen. Wir sind uns doch einig, die großen Herausforderungen werden wir am besten dadurch lösen, nicht indem wir den Menschen etwas verbieten oder unrealistische Vorschläge machen. Synthetische Kraftstoffe sind der Schlüssel für Klimaschutz im wettbewerbsfähigen Luftverkehr. Und gerade Hessen als Luftverkehrsdrehscheibe ist hier besonders engagiert. Und ich hoffe auf die Unterstützung des Hauses, dass wir im Wettbewerb mit anderen Ländern hier auch den Zuschlag des Bundes bekommen können. Eine besondere Herausforderung beim Klimaschutz stellt auch die Landwirtschaft dar. Meine Damen und Herren, auch hier muss gelten, nicht Ideologie, sondern Maß und Mitte. Die Landwirte gehören nicht auf die Anklagebank, sondern verdienen unseren Respekt und unsere Hilfe, meine Damen und Herren. Und deshalb gilt für die Landesregierung, nicht gegen, sondern mit der Landwirtschaft müssen wir diese Herausforderung angehen. Der bundesweit einzigartige Zukunftspakt Hessische Landwirtschaft ist deshalb das richtige Forum, um gemeinsam diese Herausforderung zu meistern. Meine Damen und Herren, erfolgreiche Zukunftsgestaltung bedeutet auch sehr gute Startbedingungen für unsere Kinder. Dazu, Frau Kollegin, haben Sie sich geäußert. Wir sind hier unterschiedlicher Auffassung, es wird nicht weiter wundern. Ich glaube, wir sind vorbildlich. Wir haben in der vergangenen Wahlperiode für die 3- bis 6-Jährigen 6 Stunden Beitragsfrei gestellt. Wir investieren nun in die Qualität der Kitas, und wir helfen in diesem Jahr den Kommunen als Träger der Kinderbetreuung mit über 1 Milliarde €. Das ist in wenigen Jahren eine Verdopplung der Anstrengungen. Und wenn Sie vielleicht gestatten, mal daran zu erinnern, als Sie noch die Verantwortung trugen, hat das Land weit weniger als, also nicht Sie, die Sozialdemokraten, hat das Land weit unter 100 Millionen € bezahlt, und zwar D-Mark. Wenn Sie jetzt gerade sagen, das ist lange her und hat mit mir nichts zu tun, das akzeptiere ich. Sie haben Ihren Redebeitrag begonnen mit einer Würdigung von Georg August Zinn. Das unterstreiche ich. Georg August Zinn ist aus dem Amt geschieden 1969. Das ist noch länger her. Und deshalb, Sie müssen sich dann schon einmal gefallen lassen. Sie sprachen für die Sozialdemokratische Partei. Und ich habe nur einmal darauf hingewiesen. Wenn wir anschauen, die Anstrengungen des Landes heute und in den zurückliegenden Jahren und vergleichen sie mit Ihrer früheren Regierungszeit, da müssen wir uns nicht nur verstecken, da sind wir vorbildlich, meine Damen und Herren. Damit auch das klar ist, natürlich hilft hier das Geld des Bundes, aber das gute Kita-Gesetz läuft 2022 aus. Und vielleicht können wir das ja gemeinsam hinbekommen. Wir haben ja in Berlin eine große Koalition. Bis jetzt fehlt noch jeder Ansatz des Bundes,
dass über 2022 weitergezahlt wird vom Bund. Und wenn das so ist, stellt sich doch folgende Frage. Was passiert denn eigentlich dann nach 2022? Fahren wir dann die Qualität wieder runter, oder lassen wir es alleine an den Kommunen als Träger der Kita-Versorgung hängen? Unsere Antwort ist klar, und sie ist die einzige, die es in Deutschland dazu bisher gibt. Außer uns hat es nämlich niemand beschlossen. Wir haben beschlossen, wenn der Bund ab 2022 nichts mehr bezahlt, aus Landesmitteln genau das bis 2025 entsprechend von uns aus zu bezahlen, damit eben nicht die Qualität zurückgeführt wird, damit nicht die Kommunen auf der Sache alleine sitzen bleiben. Das ist eine klare Positionierung, und das ist ein klares Signal, meine Damen und Herren. Gute Zukunft bedeutet auch erfolgreiche Zukunft oder erfolgreiche Bildungspolitik in Zukunft. Wir halten in den Grundlagen an unserer Bildungspolitik fest, und wir bauen sie weiter aus. Schauen Sie, die Schülerzahlen sind weitgehend gleich geblieben. Trotzdem haben wir über 600 zusätzliche Lehrerstellen geschaffen. Zur Gewinnung von Lehrkräften erhöhen wir die Studienplätze für die Grundschullehrer und die Förderschullehrer. Wir tun was, damit wir dort zukünftig mehr Ausgebildete, gerade Grundschullehrer, haben. Wir stellen über 200 Referendarstellen zur Verfügung. Wir erhöhen die Zahl der sonderpädagogischen Fachkräfte noch einmal um 140 Stellen. Das sind Leistungen. Wo gibt es die andernorts? Sie sprachen vom Digitalpakt. Das fand ich sehr spannend. Vielleicht sollten wir einmal daran erinnern. Der Digitalpakt, den haben wir aus Landesmitteln auf rund eine halbe Milliarde Euro erhöht. Das unterscheidet uns von vielen anderen Ländern. Die teilen nur das Geld weiter aus, das sie vom Bund kriegen. Wir haben eigenes Geld dazugelegt, weil wir das für notwendig und richtig halten, meine Damen und Herren. Und ich freue mich, dass die ersten Forderungen ja mittlerweile an den Schulen ankommen, z.B. in der Stadt Offenbach, aber eben nicht nur. Ja, das ist ein super Beispiel, da bin ich Ihnen genau dankbar. Ich war nämlich dort. Sie haben sich gefreut, dass es WLAN in den Klassenzimmern gibt, nach dem stellvertretenden Ministerpräsidenten erreicht, großartig als Erfolg zu vergauen. Ich wäre ganz dankbar, Frau Kollegin, wenn der Ministerpräsident trotzdem. Ich habe den Vorteil, wie auch mein Kollege und Stellvertreter Al-Wazir, wir waren beide dabei. Und ich muss Ihnen sagen, ich habe dreimal nachgefragt. Ich war mir nicht sicher. Wissen Sie, was die uns gesagt haben? Wir fühlen uns optimal betreut durch das Land. Das kriegt man nicht allzu häufig gesagt, aber dann darf man es mal sagen. Auch das muss man mal erwähnen. Wir haben einen neuen Einstieg gewählt, auch und gerade, um den Schulen sehr konkret zu helfen. So gibt es zum ersten Mal eine Unterstützung der Schulleitungen durch die Finanzierung zusätzlicher Verwaltungskräfte. Das hat es bisher auch nie gegeben. Generell halten wir an unseren politischen, bildungspolitischen Zielsetzungen fest. Wir bauen konsequent unser Ganztagsangebot an Schulen aus. Und zu unseren Überzeugungen gehört es, und ich glaube, das hat vielleicht auch die Chance, Ihre Zustimmung zu finden, nämlich unsere Überzeugung, dass eine erfolgreiche Schullaufbahn nur gelingen kann, wenn die Schülerinnen und Schüler gut Deutsch sprechen können. Deshalb wollen wir mit einer besonderen Anstrengung für die Bildungssprache Deutsch an den Grundschulen und Förderschulen 180 Stellen zusätzlich für den Deutschunterricht zur Verfügung stellen. Ich finde, mehr als sinnvoll. Meine Damen und Herren, das sind Marksteine einer Bildungspolitik, die den Bildungserfolg der Schülerinnen und Schüler nützen, sehr konkret, und sie befähigen, ihre Zukunft erfolgreich zu gestalten. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, eine gute Zukunft eines Landes bedeutet immer auch eine sichere Zukunft. Deshalb bleibt die innere Sicherheit Schwerpunkt unserer Arbeit. Diese Arbeit war und ist erfolgreich. Hessen ist ein sicheres Land und belegt unter den Bundesländern Platz 3. Die Kriminalitätsbelastung ist heute so niedrig wie seit 40 Jahren nicht mehr, und die Aufklärungsquote mit einem Spitzenwert von 64,2% zeigt dies deutlich. Übrigens zur Erinnerung, als Sie noch die Verantwortung trugen,
waren wir weit unter 50%. Das sind objektive Erfolge, die man nicht wegdiskutieren sollte. Und sie sind auch und gerade die Erfolge unseres Innenministers Peter Beuth. Meine Damen und Herren. Aber auch wenn unsere Sicherheitspolitik nachweislich sehr erfolgreich ist, bleibt die Sicherheit vielfältig bedroht. Da sind wir uns einig. Es bedarf deshalb weiterer Anstrengungen. Deshalb haben wir nochmals rund 400 Stellen für die Polizei zur Verfügung gestellt. Nach Ausbildungsende werden wir dann so viele Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte haben wie noch niemals zuvor. Das ist eine bewusste, aber auch richtige Entscheidung. Ich will ganz bewusst, nicht nur, weil wir gestern, wie ich fand, eine sehr würdige Veranstaltung hier im Hause hatten, auch hinweisen auf die 30 neuen Stellen für die Anpassung der Schutzmaßnahmen für die jüdischen Liegenschaften. Sie werden über einen interfraktionellen Änderungsantrag eingebracht, und ich freue mich darüber, dass wir darüber Einigkeit erzielt haben. Meine Damen und Herren, das ist ein bewusstes Signal gegen den Antisemitismus und für die jüdischen Mitbürger. Und jenseits des Tagesstreits, es muss unser gemeinsames Anliegen sein, dass die jüdischen Mitbürger ohne Angst in diesem Land leben können. Auch für die Justiz führen wir unser Aufbauprogramm mit rund 280 zusätzlichen Stellen fort. Hier sollen z.B. der Opferschutz, die Prävention, aber auch der Strafvollzug nachhaltig gestärkt werden. Einen besonderen Stellenwert messen wir den Anstrengungen für die Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität beim Generalstaatsanwalt bei. Dort geht es, wie Sie wissen, insbesondere auch darum, dass wir gegen Hass und Gewalt im Netz antreten. Wir stellen dafür 30 neue Richterstellen, 23 zusätzliche Stellen bei der Staatsanwaltschaft zur Verfügung. Und ich will die Gelegenheit ausdrücklich wahrnehmen, mich bei denjenigen, die dort diese Arbeit leisten, herzlich zu bedanken. Das, was die dort täglich sehen, geht an die Grenzen dessen, was man gelegentlich ertragen kann. Aber es ist sehr erfolgreich, und ich bedanke mich sehr für diese Arbeit. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Verfolgung von Straftaten ist ein zwingendes Gebot des Rechtsstaats. Nicht minder bedeutsam ist es aber auch, Straftaten nach Möglichkeit zu verhindern. Deshalb erhöhen wir unsere Anstrengungen zur Prävention und wollen mit rund 7 Millionen € zusätzlich für das Beratungsnetzwerk Hessen oder das Demokratiezentrum Hessen an der Universität Marburg unter anderem insbesondere auch die Entwicklung des Rechtsextremismus bekämpfen. Hierzu gehört auch die Stiftung des Walter-Lübcke-Preises für Demokratie. Mit diesem Preis wollen wir nicht nur das Andenken an Walter Lübcke wahren. Wir wollen damit auch Menschen und Initiativen würdigen, die sich gegen Hass, gegen Hetze, gegen Extremismus und Gewalt und für unsere demokratische Ordnung beispielhaft einsetzen. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, unsere Anstrengungen werden auf Dauer aber nur erfolgreich sein, wenn es gelingt, in einer breiten gesellschaftlichen Anstrengung möglichst viele Bürger zu erreichen. Diesem Ziel dient unter anderem die vor wenigen Tagen in Betrieb gegangene Plattform Hessen gegen Hetze.de. Bei dieser Plattform kann jeder Bürger sich melden, seine Beobachtungen im Netz angeben und seine entsprechenden Beobachtungen weitergeben, wo sie von Experten von Polizei und Justiz geprüft werden. Meine Damen und Herren, das ist ein Angebot an die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes, das es so in keinem anderen Bundesland gibt. Und deshalb zu einem sicheren Land gehört auch in Zukunft, dass die Bürger sich darauf verlassen können, in der Not qualifizierte Hilfe zu erhalten. Das geschieht bei uns durch die Feuerwehr, durch den Katastrophenschutz und die Hilfsdienste. Ihre Arbeit ist unverzichtbar, und sie wird ganz überwiegend ehrenamtlich geleistet. Und deshalb will ich heute bewusst nicht auslassen. Meine Damen und Herren, ich finde es nicht nur befremdlich, ich finde es eigentlich schändlich, wenn solche Hilfskräfte bei ihrer Arbeit auch noch angegriffen, beleidigt oder gar verletzt werden. Meine Damen und Herren.
Diese Entwicklung ist nicht hinnehmbar und schon gar nicht Verständnis für die Gewalttäter. Im Gegenteil, es ist doch eine pure Selbstverständlichkeit, dass Demokraten hinter denen stehen, die unter Umständen ihr Leben einsetzen, um uns zu helfen, meine Damen und Herren. Zu einer sicheren Zukunft und Zukunftsfähigkeit gehört auch Kurshalten in der Finanzpolitik. Wir investieren massiv in Zukunftsaufgaben, stärken unser Personal deutlich, machen aber keine Schulden. Im Gegenteil, wir zahlen auch 2020 zurück. Und nun verlangt ja insbesondere die Opposition bei jeder Gelegenheit, dass mehr Geld ausgegeben werden muss. Meistens ohne, dass jetzt genau gesagt wird, was wir dafür streichen sollen, wenn man mal von einigen Bonbons abzieht. Und in der Regel kommt dann die sogenannte globale Minderausgabe. Das habe ich gesehen, das ist bei den meisten. Ich will das nicht kritisieren. Ich will aber eine sehr grundsätzliche Position deutlich machen. Wenn man nicht klar sagt, was man streichen will, dann bleibt am Ende früher oder später nur das Schuldenmachen. Das ist sogar die Empfehlung mancher Ökonomen. Frei nach dem Motto, Nullzinspolitik kostet doch nichts. Ich halte das, obwohl es ja verlockend ist, für den falschen Weg. Nicht nur wegen des Zinsrisikos, was machen wir eigentlich, wenn die Zinsen wieder einmal steigen, sondern weil ich überzeugt bin, es wird auch zukünftig keine größere Bereitschaft geben, Geld zu sparen und Schulden zurückzuzahlen. Ist nämlich Geld da, dann wird es immer etwas geben, wofür es dringend ausgegeben werden muss. Und deshalb bleiben die Schulden von heute, die Steuererhöhung von morgen, sie bleiben vor allen Dingen die Mitgift in des Wortes wahrster Bedeutung für die Generation, die uns folgt. Und deshalb, meine Damen und Herren, halte ich das für den falschen Weg. Wir haben ja bundespolitisch eine ähnliche Debatte. Und deshalb will ich einmal darauf hinweisen, die Probleme liegen eigentlich wo völlig anders. Nämlich mangelnde Investitionen scheitern häufig nicht am Geld. Wir haben Milliardenprogramme des Bundes, die nicht abgerufen werden. Warum werden sie nicht abgerufen? Wegen zu langer, zu komplizierter Planungs-, Genehmigungs- und Gerichtsverfahren. Eine Vereinfachung im Planungs- und Genehmigungsrecht oder zwei anstelle von drei Verwaltungsgerichtsverfahren wären schon einmal ein guter Anfang. Und weil das so ist, wird Hessen die angekündigten Schritte des Bundes intensiv unterstützen. Ich bin sehr gespannt, wann da was kommt und was da kommt. Aber es kann doch ernsthaft sich niemand damit zufrieden geben, dass wir für Strukturmaßnahmen 20, 30 Jahre brauchen. Wenn wir den Menschen ständig erklären, es wird irgendetwas notwendigerweise gemacht und es geschieht anschließend nicht, dann fragen Sie uns zu Recht, warum ist nichts geschehen? Und wenn wir darauf hinweisen, dass es immer wieder ein neues Problem gibt, dann werden Sie das Vertrauen in die politische Handlungsfähigkeit nicht verstärkt wahrnehmen, sondern Sie werden dieses Vertrauen in Zukunft uns entziehen. Und deshalb ist dieser Punkt wichtiger als das eine oder andere Investitionsprogramm, meine Damen und Herren. Unter dem Strich will ich allerdings deutlich machen, eine Politik, die sich jetzt bequem macht und die Lasten alleine der Zukunft aufbürdet, ist nicht gerecht, weil sie nämlich der Generationengerechtigkeit widerspricht. Sie ist auch nicht nachhaltig, und deshalb ist sie aus unserer Sicht abzulehnen, meine Damen und Herren. Wenn wir über gute Zukunft reden, und da bin ich auch bei Ihnen, dann kann ein Land eine gute Zukunft nur haben, wenn Land und Kommunen erfolgreich zusammenarbeiten. Ein starkes Land braucht starke Kommunen. Und da ist Hessen ein verlässlicher Partner der Kommunen. In mancherlei Hinsicht sind wir sogar vorbildlich. Der kommunale Finanzausgleich wird nun mit 6 Milliarden einen neuen Rekordwert erreichen. Das heißt, die für die Finanzierung der Kommunen so wichtige Säule trägt zukünftig noch stärker als bisher. Das ist gut, und das wollen wir so. Und bei einer anderen Einnahmequelle, die wir ja auch jetzt regeln müssen, der Kommunen, nämlich der Grundsteuer, wollen wir den Hessen und den Kommunen einen gemeinsamen Weg vorschlagen. Dabei gilt, egal welche Lösung man wählt, sie muss für die Kommunen möglichst aufkommensneutral, möglichst unbürokratisch und sozial verträglich sein. Diese Voraussetzungen halten wir bei dem Bundesmodell für höchst zweifelhaft, da es aus unserer Sicht zu kompliziert ist und in seinen Auswirkungen in den einzelnen Gemeinden höchst problematisch. Wir wollen deshalb im Sinne der Kommunen einen möglichst einfachen Weg vorschlagen, der orientiert am Flächenmodell die Einnahmen sichert, wenig Bürokratie erfordert und die Unterschiede in einer Gemeinde einigermaßen im Rahmen hält.
Und insbesondere zum letzten Gesichtspunkt kann man an eine Bandbreite der Steuererhebung nach oben oder unten denken, die die Gemeinden dann selbst entscheiden können. Darüber werden wir miteinander reden. Im Ergebnis wollen wir, es soll einfacher als das Scholz-Modell, aber gerechter als ein reines Flächenmodell sein, meine Damen und Herren. Und dann haben Sie uns ja aufgefordert, wir sollen endlich etwas für die Kommunen tun. Ich weiß nicht, wo Sie in letzter Zeit waren. Mit unserer Initiative zur Übernahme der Kassenkredite, der sogenannten Hessenkasse, haben wir die Kommunen um rund 5 Milliarden € entschuldet. Das ist einmalig in Deutschland und wird Land auf Land abgelobt. Hier noch nicht, aber deshalb darf man es noch einmal erwähnen. Es ist eine großartige Leistung, die wir hier vollbracht haben, meine Damen und Herren. Was das konkret bedeutet, will ich Ihnen einmal sagen. Da müssen Sie nur das Statistische Bundesamt und seine Feststellungen einmal anschauen. In Hessen hat der Bürger im Durchschnitt Kassenkredite von 62 €. In unserem Nachbarland Nordrhein-Westfalen 1.262. In unserem Nachbarland Rheinland-Pfalz 1.302. Meine Damen und Herren, das ist das 20-fache. Und wenn man dann sagt, wir täten nichts für die Kommunen, dann leben sie entweder in einem anderen Land. Ich jedenfalls halte dies für eine der wichtigsten Entscheidungen, die wir getroffen haben, meine Damen und Herren. Diese Anstrengung darf jetzt aber nicht bestraft werden, nämlich dass Hessen bei der Planung von Bundesminister Scholz zur Entschuldung verschiedener Städte mit Mitteln des Bundes und der Länder, so kommt er immer daher, wir dann leer ausgehen, weil wir mit der Hessenkasse schon selbst gehandelt haben. Dem werden wir auf gar keinen Fall zustimmen. Und wir werden die Verhandlungen deshalb so führen, dass Hessen hier nicht übervorteilt wird. Und ich denke, das ist in unserem gemeinsamen Interesse. Überhaupt ist es notwendig und dringend notwendig, das Verhältnis von Bund und Ländern neu auszurichten. Wir werden uns deshalb den Bemühungen Bayerns und Baden-Württembergs zur Reform, insbesondere der Finanzverfassung, anschließen. Frau Kollegin, wir sind uns zwar einig, wenn man einmal den Blick auf Deutschlands Geschichte wirft, kommt man immer zum gleichen Ergebnis. Wenn es föderal organisiert war, war es sehr erfolgreich. Der Föderalismus nicht nur als horizontale und vertikale Gewaltenteilung fördert oder ermöglicht zusätzliche Kontrolle bürgernaher Verwaltung, jedenfalls bürgernah, als wenn alles von einer zentralen Hauptstadt gemacht wird. Sie ist auch der Grund für unsere Stärke. In den zentralistischen Staaten gibt es in der Regel eine starke Hauptstadt, und der Rest ist mehr oder weniger Provinz. In Deutschland haben wir eine Vielzahl von starken Wirtschafts- und Kulturregionen, die im besten Sinne im Wettbewerb stehen. Und diese föderale Struktur darf nicht weiter ausgehöhlt werden, wenn der Bund zwar Geldmittel bereitstellt, die Länder das aber mit einem Verlust an Kompetenzen und neuen Abhängigkeiten vom Bund bezahlen. Und damit wird, und das geht hier alle an, natürlich der eigenständige Gestaltungsspielraum, gerade der Länderparlamente, immer geringer. Das ist ein höchst bedeutsames Thema, und ich will das an drei Beispielen kurz erläutern. Was wurde alles über den Digitalpakt Schule diskutiert? Meine Damen und Herren, für 1% der Bildungsausgaben, die wir in Hessen ausgeben, 1%, das ist der gesamte Beitrag des Bundes zu den Bildungsausgaben, hier im Land machen wir jetzt neue Verwaltungsstrukturen und Standards, und nach Auslaufen des Programms bleiben alle Lasten allein beim Bund und den Schulträgern. Genauso läuft es beim guten Kita-Gesetz. Genauso ist es gelaufen bei dem berühmten Pakt für den Rechtsstaat. Ein schönes Beispiel. Es wird selten darüber gesprochen. Wir haben gemeinsam vereinbart 2.000 neue Stellen für die Handlungsfähigkeit der Justiz, für Richter und Staatsanwälte. Daraus ist geworden beim Bund 127 und bei den Ländern 1.883. Dafür gibt der Bund 220 Millionen €. Wenn Sie jetzt einmal 80.000 € pro Richter oder Staatsanwalt rechnen und nehmen das einmal 2.000, dann reicht das gerade einmal für ein Jahr und 4,5 Monate. Das ist der Beitrag des Bundes. Die Länder müssen die, die sie jetzt einstellen, aber lebenslang bezahlen. Und genau das ist das Problem, meine Damen und Herren.
Wir wollen in all diesen Bereichen vorankommen. Aber entscheidend ist, dass die Dinge wieder ins Lot kommen. Die nächste Geschichte, auf die wir achten müssen, ist die Beitragsfreiheit des Betreuungsanspruchs der Grundschüler. Das hat der Bund beschlossen, das wollen wir. Aber er hat so viel bisher an Finanzen angeboten, dass es nicht mal für ein Jahr reicht. Das kann so nicht sein. Und ich bin sicher, das werden nicht nur wir nicht mitmachen, das werden auch die anderen Länder nicht mitmachen. Wir müssen zurück zur Grundordnung des Grundgesetzes, meine Damen und Herren. Herr Ministerpräsident, ein freundschaftlicher Hinweis auf die Redezeit der Fraktion. Herr Präsident, ich werde mich bemühen. Artikel 30 schreibt vor, dass die Verwaltung Grundlage der Länder ist. 104 schreibt vor, dass jeder so viel Geld aus den Steuern erhalten muss, damit er seine Aufgaben erfüllen kann. Das bedeutet jetzt ganz konkret, entweder bestimmt der Bund mit und zahlt dauerhaft, oder aber er enthält sich dieser Themen, oder wir kommen dauerhaft zu einer anderen Steuerverteilung. Gleiches gilt übrigens auch für Europa. Wir sind überzeugte Europäer und achten natürlich auf unsere Interessen. Wir werden uns sowohl gegenüber der Bundesregierung als auch der EU frühzeitig für unsere Interessen einsetzen. Das gilt für die Klimapolitik, die Regelung der Finanzmärkte, die Neuregelung des mehrjährigen Finanzrahmens oder auch die Neufassung der für Hessen so wichtigen Regelungen zur Chemieindustrie. Aber bei aller Eigenständigkeit halten wir dabei auch an unseren bewährten Partnerschaften mit unseren Partnerregionen fest und wollen so unseren Beitrag zu einem einigen Europa leisten. Meine Damen, meine Herren, Frau Kollegin, Sie haben das auch angesprochen. Eine gute Zukunft werden wir nur haben, wenn es uns gelingt, unsere Gesellschaft zusammenzuhalten. Die Landesregierung hat hierzu vielfache Initiativen ergriffen, insbesondere zur Bekämpfung von Hass, Hetze und Gewalt. Und wir haben uns in diesem Hause mehrfach darüber ausgetauscht. Ich bedanke mich ausdrücklich für die Ankündigung von Ihnen, dass Sie uns dabei unterstützen wollen. Und bei allem Streit in der Sache ist es notwendig, dass Demokraten dort zusammenstehen, wo die Demokratie bedroht ist. Das gilt heute, und das muss auch in Zukunft gelten, meine Damen und Herren. Der Zusammenhalt unserer Gesellschaft, und da will ich gerne darauf eingehen, wird auch durch die technologische Entwicklung auf die Probe gestellt werden. Die Digitalisierung wird z.B. die Arbeitswelt völlig verändern. Das erleben wir. Es werden alte Arbeitsplätze verschwinden, neue werden kommen. Aber nicht jeder, der bislang einen qualifizierten Arbeitsplatz hat, wird zum Softwareentwickler. Und deshalb ist es notwendig, dass wir das, was zunehmend viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch beunruhigt, nicht nur feststellen, sondern einen Prozess entwickeln und begleiten, der wirksame Weiterbildungskonzepte anbietet. Und deshalb, das ist zunächst einmal Aufgabe jedes Einzelnen, natürlich der Unternehmen, der Gewerkschaften, der Tarifpartner. Und ich hoffe, dass von dort auch Vorschläge kommen. Es ist aber auch Sache von uns insgesamt. Und deshalb strebe ich ein Expertengremium an mit Personen, die in der digitalen Welt und gerade des Arbeitens erfahren sind, mit Unternehmen, Gewerkschaften, Kommunen, der Arbeitsverwaltung und den Fraktionen des Landtages. Ich möchte, dass wir uns zusammensetzen, dass wir darüber diskutieren, dass wir Konzepte entwickeln und auch dann diese Themen voranbringen. Ich würde mich freuen, wenn die Fraktionen dieses Angebot annehmen. Ich glaube, dass wir dort wichtige Beiträge leisten können. Meine Damen und Herren, zum Schluss. Dieser Haushalt ist solide aufgestellt. Er ermöglicht wichtige Zukunftsinvestitionen. Er kommt ohne neue Schulden aus. Er tilgt alte Schulden. Er ist damit einer vernünftigen, einer weitsichtigen Politik von Maß und Mitte, gerade auch für die kommenden Generationen verpflichtet. Er verbindet Stabilität und Ordnung mit dem notwendigen Aufbruch in die neue Zeit. Das ist der Rahmen dafür, dass aus einem starken Hessen ein noch stärkeres Hessen von morgen wird. Dafür arbeiten wir konsequent, verlässlich, ideenreich und vor allen Dingen, meine Damen und Herren, mit viel Freude. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Herr Ministerpräsident. Wir wollen vielleicht, liebe Kolleginnen und Kollegen, ein wenig wieder aufholen von den 10%, die der Ministerpräsident brutto und netto verwechselt hat. Und deshalb
Alles genau 4 Minuten und 3 Sekunden. So, deshalb, Freunde, bisher war das Präsidium geneigt zu sagen, wir verzichten auf den Überschuss. Aber wenn die Regierungsfraktionen meinen, wir sollen das austesten, testen wir es auch gerne aus. Vielen Dank. Zu einer Kurzintervention hat sich Kollegin Faeser gemeldet. Wir können noch eine. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Ministerpräsident, ich habe mich noch einmal gemeldet, weil ich mich gefreut hätte, wenn Sie auf meinen Vorschlag eingegangen wären, eine Stiftung ins Leben zu rufen, in Erinnerung an Halit Yozgat, Enver Cimcek und Dr. Walter Lübcke. Ich stelle fest, Sie haben den Vorschlag nicht nur nicht aufgegriffen, Sie haben auch nichts dazu gesagt, meine Damen und Herren. Dabei wäre es so wichtig, in diesem Bereich etwas gemeinsam entgegenzusetzen den Bedrohungen, die von rechts im Moment und von den Vereinfachern kommen, und Zukunftsperspektiven für die gemeinsame politische Bildung in diesem Land zu entwickeln, meine Damen und Herren. Und Herr Bellino, ich sage gern noch etwas zur inneren Sicherheit in Hessen, weil ich teile Ihre Bilanz, Herr Ministerpräsident, was den Innenminister betrifft, ausdrücklich nicht. Schauen wir uns doch einmal an, was passiert ist. Es gab eine Affäre bei der Polizei mit vielen betroffenen Polizeibeamtinnen und Beamten. Wir erleben im Moment mangelnde Aufklärung wieder in diesem Land. Wieder in diesem Land. Was tun Sie denn zur Aufklärung der Fragen, was mit dem mutmaßlichen Mörder von Stefan E., wie es dazu kommen konnte, dass die Sicherheitsbehörden wieder einmal jemanden aus den Augen verloren haben. Was passiert dann an aktueller Aufklärung in diesem Land, meine Damen und Herren? Nichts. Herr Lino, was haben Sie denn gelernt aus NSU? Es gibt eine Menge an Handlungsempfehlungen, was eigentlich passieren sollte strukturell in den Sicherheitsbehörden. Was passiert denn, um das im Moment aufzuarbeiten? Was passiert, um das im Moment aufzuarbeiten? Und, meine Damen und Herren, ich sage Ihnen, wenn da nichts passiert, ist auch ein Untersuchungsausschuss unumgänglich in diesem Hause. Ich habe das Gefühl, wir sollten uns bei unseren Zwischenrufen auch ein bisschen an das Parlament halten. Ich danke Ihnen, Herr Präsident. Ich will Ihnen Wollen wir darüber jetzt diskutieren, Herr Generalsekretär? Dann können wir gern Ältestenrat einreichen. Ich finde, okay. Meine Damen und Herren, der Ministerpräsident hat sich sehr für die Mobilfunkmasten gelobt. Ich will das nur aufgreifen, weil das symptomatisch ist für die Politik dieser Regierung. Da wird sich für etwas gelobt, was der Markt gerade regelt und nicht die Landesregierung auch nur einen Cent reingesteckt hat, meine Damen und Herren. Das ist genau das, was ich mit meiner Rede gesagt habe. Was haben Sie eigentlich 20 Jahre lang gemacht, um diesen Bereich aufzuarbeiten? Und was machen Sie vor allen Dingen in den Bereichen, wo der Markt nicht selbst reguliert, nämlich in den ländlichen Räumen, wo es diese Mobilfunkmasten nämlich noch nicht gibt, meine Damen und Herren? Das ist doch die entscheidende Frage. Und, Frau Kollegin, Sie denken an die Redezeit. Ja. Abschließend zum Frankfurter Bogen. Herr Ministerpräsident, wir sind uns doch einig, dass natürlich eine Großstadt das nicht alleine stemmen kann, sondern das Umland und auch der ländliche Raum in dem Zusammenhang. Aber es ist, ich stelle noch einmal fest, 20 Jahre nichts daran gemacht worden. Und jetzt gibt es einen Frankfurter Bogen, wo die Kommunen ausgenommen sind, die keine 30-minütige Erreichbarkeit zum Hauptbahnhof haben. Dafür gibt es keinen sachlichen Grund. Die liegen genauso im Umland von Frankfurt und haben genauso das Recht auf Förderung von bezahlbarem Wohnraum, meine Damen und Herren. Ich bleibe dabei, es ist schade, dass die notwendigen Zukunftsaufgaben in diesem Land nicht mit Konzepten unterlegt werden. Wir werden Ihnen einiges vorlegen, meine Damen und Herren. Dem können Sie dann folgen. Vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir haben ja, ich habe ein Vorbild unter den Vizepräsidentenkollegen, dass man erst einmal ein bisschen ruhig ist und dass man, ja, Herr Kollege Bellino, und dass man zuhört.
Vielleicht hat man das vorhin gemerkt, dass es eine Diskussion hier gab, die der Präsident gelöst hat, indem wir das Vehikel der Kurzintervention genommen haben. Und ich wundere schon, dass mehrere Mitglieder der Regierungsbank mir heiße Tipps gegeben haben, wie ich mich zu benehmen habe. Ich glaube, das Thema ist jetzt endlich mal durch. Also wir unterhalten uns gerne im Ältestenrat darüber, aber ich möchte nicht noch einmal höfliche Tipps, nicht von der Seite der Regierungsbank, sondern von der anderen Seite, hören, wie ich mich als Präsident oder eine Kollegin, ein Kollege zu benehmen hat. Punkt 2. Die SPD hat gerade eben ihre Redezeit von 40 Minuten erst genutzt. Nur damit das auch klar ist, weil da dazwischen gerufen worden ist, wieder die SPD hätte ja 40 Minuten Zeit gehabt. Sie hat die Zeit jetzt ausgeschöpft und jetzt kommt der Ministerpräsident, wie das unsere Regeln sind, und antwortet sicherlich sehr präzise auf die Nebenintervention, denn er hat dadurch auch zusätzliche Zeit noch bekommen. Also ich verstehe nicht ganz, dass man sich bei so einem Thema aufregen muss, aber ich mache da gern mit, also habe ich kein Problem. Herr Ministerpräsident, Sie haben das Wort. Nein, Ministerpräsident will nicht mehr dazu. Okay, dann ist das Thema sogar richtig ordnungsgemäß und mit Redezeiten Einhaltung gebracht worden. Ich rufe nunmehr vereinbarungsgemäß das andere, weil es auch eine Vereinbarung gewesen, aber jetzt vereinbarungsgemäß auf die Vertretung der AfD. Die Kollegen haben sich das geteilt und haben das auch schon gemeldet dem Präsidium. Zunächst hat der Fraktionsvorsitzende Herr Lambrou das Wort. Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Zuschauer! Der Haushalt des Landes Hessen kann nicht getrennt betrachtet werden von seinen Auswirkungen auf die Haushalte der Kommunen und der Städte auf der einen Seite und seinen Verflechtungen und Abhängigkeiten mit dem Haushalt des Bundes und zunehmend auch mit der Europäischen Union auf der anderen Seite. Konstrukte der Umverteilung wie kommunaler Finanzausgleich, Starke Heimat Hessen, Hessenkasse und der Schutzschirm führen zu einer Aushöhlung der Konnexitäts- und der Subsidiaritätsprinzipien und stehen damit einer eigenverantwortlichen Haushaltsführung im Wege. Zuständigkeiten und Budgets liegen immer weniger in einer Hand, und damit ist auch die Autonomie der einzelnen kommunalen Haushalte immer weniger gewährleistet. Für uns ist z.B. nicht nachvollziehbar, wieso die S-Bahn-Station Gateway Gardens am Frankfurter Flughafen mit EU-Mitteln subventioniert werden muss. Da wir Nettozahler der EU sind, fragen wir uns als AfD-Fraktion im Hessischen Landtag, wo und für was deutsche Steuergelder in anderen Ländern eigentlich so alles ausgegeben werden. Der deutsche Steuerzahler musste im Jahre 2009 für Bund, Länder, Gemeinden und die Europäische Union 524 Milliarden € aufbringen. Im Jahre 2018, also nur 9 Jahre später, waren es bereits 776 Millionen €, eine Steigerung von 48%. Im Jahre 2023 werden es laut einer Prognose des Bundesministeriums der Finanzen sogar 908 Milliarden € sein, also 384 Milliarden € mehr als 2009 oder plus 73%. Zum Vergleich. Das Bruttoinlandsprodukt, die Basis aller Steuern, hinkt im gleichen Zeitraum von 2009 bis 2018 mit einem Zuwachs von nur 37% deutlich hinterher. Die Steuerquote, also der Anteil der Steuern am Bruttoinlandsprodukt, ist im Jahre 2019 auf einem Hoch von ca. 23%. Bundesfinanzminister Scholz rechnet mit einem weiteren Anstieg dieser Steuerquote, was angesichts der regelmäßig verkündeten Rekordeinnahmen bei Bund und Ländern plausibel erscheint. Rekordeinnahmen freuen jeden Finanzminister, stellen aber auch schwere Belastungen für die einzelnen Bürger und für die Unternehmen dar. Wir, die AfD-Fraktion im Hessischen Landtag, treten für eine deutliche Senkung dieser Steuerquote ein, also für eine spürbare Reduzierung der Steuerbelastung. Die Bürger sollen wieder mehr Freiheit in ihren wirtschaftlichen und sozialen Entscheidungen erhalten. Um diese Freiheiten zu erhalten, ist es notwendig, die Schulden nicht weiter ausufern zu lassen. Da man diesen Zusammenhang
von der Politik bereits vor einigen Jahren erkannt hatte, wurden in Deutschland Gesetze zur Haushaltskonsolidierung erlassen, welche allgemein unter dem Begriff schwarze Null zusammengefasst werden. Die Schulden des Landes Hessen haben sich in den letzten 20 Jahren auf 42 Milliarden Euro verdoppelt, meine Damen und Herren. Die Schulden haben sich in Hessen in 20 Jahren verdoppelt. Unberücksichtigt ist dabei, dass Hessen eine Nachhaltigkeitslücke alleine bei den Pensionslasten seiner Beamten von über 70 Milliarden Euro vor sich herschiebt, meine Damen und Herren, eine Nachhaltigkeitslücke von über 70 Milliarden Euro. Und hierzu kommen noch Beihilfen in Höhe von 11 Milliarden Euro. Und das ergibt in Summe, meine Damen und Herren, fast das Doppelte der im Haushalt ausgewiesenen offiziellen Schulden. Die Regierung spricht nicht gerne über Konsequenzen, so auch heute nicht, Herr Ministerpräsident. Wir, die AfD-Fraktion im Hessischen Landtag, sehen hier Handlungsbedarf. Wir werden in unseren Befürchtungen zu dieser Entwicklung übrigens ausdrücklich vom Bund der Steuerzahler unterstützt. Die Politik der schwarzen Null wird leider zunehmend von neuen Begehrlichkeiten infrage gestellt. Anstatt die notwendigen Investitionen in die verfallende Infrastruktur über die Reduzierung fragwürdiger Ausgaben in Hessen zu finanzieren, sollen neue Schulden gemacht werden. Wenn man sich die Zahlen für 2019 und 2020 nämlich einmal im Detail anschaut, bleibt schon heute von der schwarzen Null, jedenfalls für Hessen, nicht viel übrig. Tatsächlich plündern wir unsere Rücklagen. Zu sehen an den Nettoentnahmen von 355 Millionen Euro alleine im Jahr 2020. Besonders schwer nachvollziehbar ist dies angesichts der äußerst positiven konjunkturellen Rahmenbedingungen. Hauptsächlich aufgrund der kalten Progression verbucht das Land Mehreinnahmen bei den größten Kategorien auf der Einnahmeseite, die Einkommen und Lohnsteuer. Die Arbeitslosigkeit ist auf einem sehr niedrigen Niveau. Die Beschäftigungsquote ist auf einem historisch hohen Niveau, mit der Folge hoher Steuereinnahmen, hoher Beiträge in den Sozialversicherungen und niedriger Sozialkosten. Die Zinsbelastung auf die offiziell ausgewiesenen Schulden in Höhe von 42 Milliarden Euro ist historisch niedrig, meine Damen und Herren, und tatsächlich spart das Land im Jahr 2019 1,6 Milliarden Euro bezogen auf das Zinsniveau des Jahres 2000. Dabei wirkt sich diese Zinspolitik bei den privaten Haushalten aus wie eine Vermögensteuer auf Geldvermögen. Die privaten Vermögen werden belastet und der Staat wird entlastet. In diesem aktuellen wirtschaftlichen Szenario, der besten aller Welten, lediglich einen Schuldenabbau von 100 Millionen Euro pro Jahr in den nächsten Jahren zu planen, ist sträflich falsch und unverantwortlich, Herr Ministerpräsident. Besser wird es nicht mehr. Was muss eigentlich noch eintreten, damit wir in Hessen signifikant anfangen, den Schuldenberg abzutragen? Glauben wir eigentlich wirklich, dass wir bald chinesische Wachstumszahlen in der Wirtschaft sehen werden, hier in Deutschland, revolutionäre Reduzierungen der Kosten bei Energie und Rohstoffen, bahnbrechende Erfindungen? Es sieht nicht danach aus, dass es besser wird. Es sieht nicht danach aus, dass die Einnahmen noch weiter steigen werden. Und es sieht nicht danach aus, dass die Ausgaben wesentlich sinken werden. Diesen Haushalt muss man leider so interpretieren, dass die schwarz-grüne Landesregierung sich damit abgefunden hat, selbst in einer Hochphase der Konjunktur, dass die Schulden nicht mehr zu tilgen sind. Meine Damen und Herren, diese Regierung hat sich abgefunden damit, Schulden sind praktisch nicht mehr zu tilgen. Es ist ein politisches Armutszeugnis. Herr Ministerpräsident, ich habe Ihnen eben zugehört. Sie haben gesagt, die Regierung ist handlungsfähig. Wir ruhen uns nicht aus. Das haben Sie mehrmals betont. Es tut mir leid, aber bei mir bleibt dann dennoch das Wort Ausruhen hängen. Die Frage ist auch, wer diese Regierung eigentlich führt, die CDU oder die GRÜNEN. Aus unserer Sicht erkennt man nicht nur an diesem vorliegenden Haushaltsentwurf eine de facto von den GRÜNEN geführte Landesregierung und eine politisch zunehmend entkernte CDU. Wie zufrieden die hessischen Bürger mit der CDU sind, hat man am Wahlergebnis
der CDU bei der Landtagswahl am 28. Oktober 2018 gesehen. Und der vorliegende Haushaltsentwurf ist da vermutlich keine Wende für die CDU. In Ihrer Regierungserklärung, Herr Ministerpräsident, Anfang 2019 war in Ihrer Rede noch von diesem und jenem Pakt die Rede. Und jetzt geht es schon nicht mehr in erster Linie um Pakte. Jetzt müssen schon Visionen herhalten, mal abgesehen von dem vielen inflationären Selbstlob in Ihrer Rede. Diese Landesregierung wird zunehmend entrückt und politisch nach links abdriften. Die Risiken der vor uns liegenden Dekade sind groß, meine Damen und Herren. Die Kosten aus dem Verlust industrieller Strukturen infolge der ideologischen und unnötig forcierten Energieumstellung werden dramatisch groß werden. Ebenso ist die erzwungene Neuausrichtung unserer bisher bei den Verbrennungsmotoren weltweit führenden Automobilindustrie auf die unausgegorene Batterietechnologie ein wirtschaftliches Debakel. Frau Faeser, die Fraktionsvorsitzende der SPD, hat in ihrer Rede den Jobabbau von 4.000 Stellen bei Opel in Rüsselsheim beklagt. Dieser Jobabbau kommt aber auch aufgrund von Daumenschrauben der Bundesregierung. Da sitzt auch die SPD drin und übrigens auch die CDU. Und es ist die SPD, es ist die CDU, die auf vielen Ebenen diese Entwicklung mit ausgelöst hat. E-Mobilität kostet in Deutschland aktuell kräftig Arbeitsplätze, auch in Hessen, meine Damen und Herren. Vieles von den Dingen, die hier beklagt werden, haben die beiden ehemaligen Volksparteien SPD und CDU selber nicht zuletzt auf Bundesebene mit verursacht. Frau Faeser hat hier am Rednerpult das Dreierbündnis in Brandenburg gelobt, das Vorbild in Hessen sein könnte. Liebe Frau Faeser, wir werden von der AfD bei den nächsten Wahlen hier in Hessen gerne auch so stark wie in Brandenburg, damit auch hier in Hessen lediglich Dreierbündnisse eingegangen werden können. Infolge der überstürzten Stilllegung von hochrentablen Kraftwerken und dem Ausbau der Netze und Speicherkapazitäten wird Deutschland international schwere Nachteile erleiden. Energieintensive Unternehmen werden abwandern. Die Steuereinnahmen aus den Kern-, Kohle- und Gaskraftwerken, z.B. Biblis und Staudinger, fallen schon jetzt und zukünftig noch erheblich stärker im Ausland an, und nicht in Hessen, nicht in Deutschland. Zudem werden wir in 10, spätestens 15 Jahren aufgrund des demografischen Wandels noch nicht absehbare, tiefgreifende Veränderungen zu meistern haben. Das hat nicht nur dramatische Auswirkungen auf die Einnahmen und Ausgaben der Sozialsysteme, sondern wird aufgrund der Geschwindigkeit der Veränderungen auch zu einem großen Kompetenzverlust führen. Zudem wird der Wissenstransfer zwischen den Generationen geschwächt werden oder sogar ganz abreißen. Meine Damen und Herren, wir haben uns intensiv mit Ihrem Haushaltsentwurf beschäftigt. Merkwürdig, sehr merkwürdig fanden wir, dass die gesamte Diskussion, auch während der kursorischen Lesungen, fokussiert wurde auf rein verwaltungstechnische, eher buchhalterische Kriterien. Gar nicht oder sehr selten wurde eingegangen auf die Strategie der Regierung, also die Begründung für die Ausgaben, die sie geplant haben. Wir, die AfD-Fraktion im Hessischen Landtag, konnten Positionen in einer Höhe von 455 Millionen € identifizieren, die wir für überflüssig, ja sogar schädlich erachten für eine gesunde Entwicklung unseres schönen Hessenlandes. Wir haben dazu auch entsprechende Änderungsanträge gestellt. Im Koalitionsvertrag der ersten schwarz-grünen Landesregierung in Hessen war vor 6 Jahren übrigens auch noch die Rede von ähnlich notwendigen Reduzierungen der Kosten mit dem Ziel einer Einsparung nicht notwendiger Ausgaben. Davon ist im Haushalt 2020 nichts mehr zu sehen. Diesen von uns identifizierten Betrag in Höhe von 455 Millionen € können wir aber leider nicht für die Reduzierung der Schulden einstellen. Denn in den Bereichen Inneres, Polizei, Justiz, Bildung, Familie, müssen unumgängliche Investitionen getätigt werden, um die negativen Auswirkungen politischer Fehlentscheidungen der letzten Jahre, insbesondere nach dem Herbst 2015, zu entschärfen.
Themengebiet Inneres. Wir können die Akzeptanz unserer Rechtsordnung bei unseren Bürgern nur aufrechterhalten, wenn sie sich in ihrem Vertrauen auf den Rechtsstaat und seine Organe nicht getäuscht sehen. Die Absicherung der nationalen Grenzen ist de facto auf die EU über die Sicherung der EU-Außengrenzen übertragen worden. Die EU wurde dieser Aufgabe aber nicht gerecht, mit der Folge der unkontrollierten Einwanderung von bisher ca. 2 Millionen Menschen, durchaus auch politisch Verfolgte sowie Kriegsflüchtlinge, aber zum größten Teil halt eben auch Wirtschaftsflüchtlinge, meine Damen und Herren. Das Land, die Kommunen und die Städte sahen sich unvermittelt riesigen Herausforderungen gegenüber. Um die bis heute existierenden Probleme einer Lösung zuführen zu können, werden massive Investitionen unausweichlich, deren Funktionalität durch die Masseneinwanderung nach wie vor massiv beeinträchtigt ist. Eine Priorität sehen wir dabei bei der Polizei, den Gerichten, Richtern und Staatsanwälten sowie personell als auch in der Sachausstattung. Der rechtliche Status der betroffenen Menschen muss gründlich und wesentlich schneller als heute untersucht und festgestellt werden. Wir denken da in Wochen und Monaten, auf keinen Fall in Jahren. Die als notwendig erachtete Einrichtung von Abschiebehaftanstalten, ein auch von uns sehr kritisch betrachteter Bereich, ist die direkte und leider notwendige Folge der Missachtung unserer Rechtsprechung durch Menschen, denen hier nach einem sauberen und sorgfältigen Rechtsverfahren kein Anspruch auf ein Bleiberecht zugesprochen werden konnte. Meine Damen und Herren, wenn Urteile nicht mehr durchgesetzt werden, verliert der Rechtsstaat seine Glaubwürdigkeit. Themengebiet Bildung. Wir stimmen vermutlich darin überein, dass die Situation an unseren Schulen kritisch gesehen werden muss, vor allem in den Grundschulen. Einer der Gründe dürfte die zunehmend heterogene Zusammensetzung der Schülerschaft in den Klassenzimmern sein. Die Privatschulen können sicher in Teilen eine positive Bereicherung darstellen, aber die aktuelle Entwicklung trägt bereits Anzeichen einer Flucht vieler Eltern, die es sich finanziell leisten können, aus dem staatlichen Bildungswesen. Die Gründe dieses Verhaltens und Folgen müssen sorgfältig hinterfragt werden. Die Zerfaserung des Bildungssystems muss aufgehalten werden. Zusätzliche Mittel müssen aufgewendet werden für das dreigliedrige Schulsystem, die berufsqualifizierende Ausbildung, die Förderschulen, die notwendig gewordene Unterstützung und Begleitung der Schüler und Lehrer durch mehr Psychologen. Eine auch im internationalen Vergleich gute schulische und berufsbegleitende Ausbildung, eine hervorragende akademische Bildung unserer Menschen sind der beste Garant für den Erhalt des Wohlstandes und des sozialen Friedens unseres Landes in einer globalisierten und durch Wettbewerb geprägten Welt. Die Investitionen in Schulen, Universitäten und Forschungseinrichtungen müssen dieser Priorisierung entsprechen. Die Erfüllung von Genderquoten darf kein bestimmendes Kriterium für die Mittelzuweisung an den Universitäten sein. Geschlechtsspezifische Förderung an den Universitäten lehnen wir ab. Die Auswahl, die Unterstützung und Förderung von Studenten muss in Abhängigkeit von Qualifikation, Eignung und Leistung erfolgen. Meine Damen und Herren, innerhalb der AfD-Fraktion pflegen wir eine enge und arbeitsteilige Zusammenarbeit. In diesem Sinne, Herr Präsident, und mit Ihrer Zustimmung übergebe ich jetzt für die weitere Rede an unseren haushaltspolitischen Sprecher der AfD-Fraktion im Hessischen Landtag, Herrn Erich Heidkamp. Vielen Dank.